Hallo zusammen. Heute setzen wir mit euch das Thema Wetter und Klima fort. Und jetzt schlage ich euch vor, das Thema unserer heutigen Stunde selbst zu erraten. Lest bitte dieses Sprichwort. Engländer sagen, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt schlechte Kleidung. Seid ihr damit einverstanden? Betrachtet jetzt bitte auch dieses Bild und beantwortet bitte folgende Fragen. Wie fühlt sich der Junge? Warum friert er? Ist er nach dem Wetter angezogen? Habt ihr schon eure Ideen? Ja, ganz gut. Unser heutiges Thema heißt Wetter und Kleidung. So, dann wollen wir unsere Stunde beginnen. Jetzt verbindet bitte die Kleidungsstücke mit dem Wetter. Beachtet bitte dabei Folgendes. Ein und dasselbe Kleidungsstück kann zu verschiedenem Wetter passen. So, dann stopp bitte das Video und erfüllt diese Aufgabe. Seid ihr schon fertig? Ganz gut, dann wollen wir hoffen. So, dann, wenn es feuchtig ist, so können wir die Mütze, die Stiefel, die Jacke, den Pullover, die Hose, den Mantel tragen. Wenn es regnet, dann können wir die Stiefel, die Jacke, den Pullover, die Hose, den Mantel tragen. Wenn es schneit, dann können wir die Mütze, die Stiefel, die Jacke, den Pullover, die Hose und den Mantel tragen. Wenn es kalt ist, so dann können wir die Mütze, die Stiefel, die Jacke, den Pullover, die Hose, den Mantel tragen. Wenn es heiß ist, dann können wir das Kleid, die Shorts, die Sandalen, das T-Shirt, den Badeanzug tragen. Wenn die Sonne scheint, dann können wir das Kleid, die Shorts, die Sandalen, die Hose und das T-Shirt tragen. Ganz gemacht, sondern wollen wir weitergehen. Jetzt werden wir mit euch einen Text hören. Beachtet bitte vor dem Hören folgende Wörter. Zustimmen, Seglaschatza. Nicht einverstanden sein mit Dativ. Быть несогласным с Die Sonne genießen. Наслаждаться солнцем. Die Kälte vertragen. Переносить холод. So, dann hört bitte den Text und sagt, was besprechen die Schüler? So, dann wollen wir den Text hören. Kapitel 6a Übung 9b Ich stimme dem Engländer völlig zu. In meinem Schrank gibt es Kleidung für jedes Wetter. Für den Winter habe ich warme dicke Jacken und für den Sommer leichte Pullover, T-Shirts. Ich bin mit den Engländern nicht einverstanden. Doch, es gibt schlechtes Wetter. Ich vertrage keine Kälte. Für mich ist es besser, wenn es warm ist. Ich genieße die Sonne. Meine Stimmung ist dann auch besser. Ich stimme auch den Engländern zu. Die Natur hat kein schlechtes Wetter. Bestimmt muss die Kleidung zu jedem Wetter passen. Aber es gibt schlechtes Wetter. Für mich ist der Herbst nicht gut. Wenn es Weibersommer ist, geht es noch. Aber im Spätherbst, wenn es regnet und die Tage kurz und trübe sind, bin ich depressiv. Ich genieße das Wetter im Frühling. Es ist nicht kalt und nicht besonders heiß. Die Tage werden länger. So, dann sag bitte, was besprechen die Schüler? Ja, die Schüler besprechen, ob es schlechtes Wetter gibt. Ganz gut. So, dann jetzt schlag bitte eure Bücher auf der Seite 226 auf und findet bitte Übung 9b. Lest bitte die Meinungen und sagt,
Wessen Meinungen teilt ihr? Halte bitte das Video an und erfüllt diese Aufgabe. Schon gemacht? Ganz gut, so dann gehen wir weiter. Jetzt erfüllt bitte die Aufgaben zum Text. Die erste Aufgabe, bestimm bitte, richtig oder falsch. Und die zweite, beantwortet bitte die Fragen zum Text. Stopp bitte jetzt das Video und erfüllt diese Aufgabe. Seid ihr schon fertig? Ganz gut, so dann wollen wir prüfen. Die erste Aufgabe, richtig oder falsch? Lars sagt, dass er Kleidung für jedes Wetter hat. Das ist richtig. Linde stimmt den Engländern nicht zu und meint, dass die Natur schlechtes Wetter hat. Das ist falsch. Für Linda ist der Herbst nicht gut. Das ist richtig. Am Spätherbst ist Linda oft depressiv. Das ist richtig. Nina meint, es gibt kein schlechtes Wetter. Das ist falsch. Nina verträgt keine Kälte. Und das ist richtig. Und jetzt die Antworten auf die Fragen. Für den Winter hat er warme, dicke Jacken und für den Sommer leichte Pullover und T-Shirts. Sie genießt das Wetter im Frühling, weil es nicht kalt und nicht besonders heiß ist. Nina verträgt keine Kälte. Nina genießt die Sonne. Ihre Stimmung ist besser. Ganz gut gemacht, so dann wollen wir weitergehen. Findet bitte jetzt Übung 9d auf der Seite 226. Lest die E-Mail von Erwin. Welche Frage hat Lars in seiner E-Mail an Erwin gestellt? Beachtet bitte Folgendes. Betreff, das ist das Thema des Briefes. Auch schlage ich euch vor, die Strukturteile einer E-Mail zu wiederholen. Eine E-Mail hat 5 Strukturteile. Das sind die Anrede, die Einleitung oder die Einführung und der Inhalt, der Schlusssatz, der Gruß, und die Unterschrift, also eigener Vorname. So, dann jetzt stopp bitte das Video, lest die E-Mail von Erwin und sagt, welche Frage hat Lars in seiner E-Mail an Erwin gestellt? Seid ihr schon fertig? Ganz gut, so dann gehen wir weiter. Jetzt verbindet bitte die Strukturteile mit den Redewendungen in der E-Mail. Halte bitte das Video an und erfüllt diese Aufgabe. Schon gemacht? Ganz gut, so dann wollen wir prüfen. Deine Karin. Das ist die Unterschrift. Bitte schreib mir bald. Das ist der Schlusssatz.
Lieber Markus, das ist die Anrede. Herzliche liebe Grüße. Das ist der Gruß. Es wäre schön, wenn du kommen könntest. Das ist der Schlusssatz. Bis bald. Das ist der Gruß. Für heute ist es alles. Das ist der Schlusssatz. Vielen Dank für deinen Brief. Ich habe mich darüber sehr gefreut. Das ist die Einleitung. Alles Gute. Das ist der Gruß. Viele Küsse. Das ist der Gruß. Hallo Paula. Das ist die Anrede. Ich hoffe, es geht dir gut. Mir geht es super. Das ist die Einleitung. Das wäre alles, was ich dir schreiben wollte. Das ist der Schlusssatz. Entschuldige das lange Schweigen. Das ist die Einleitung. Ich habe schon lange keinen Brief von dir bekommen. Was gibt's los bei dir? Wie geht's dir? Das ist die Einleitung. Ganz gut gemacht, so dann gehen wir weiter. Lest bitte die E-Mail nochmals und findet bitte alle Strukturteile darin. Haltet bitte das Video an und erfüllt diese Aufgabe. Seid ihr schon fertig? Ganz gut, so dann wollen wir prüfen. Die Anrede. Der Inhalt, die Einleitung. Der Schlusssatz. Der Gruß. Die Unterschrift. Beachtet bitte auch Folgendes. Nach der Anrede steht ein Komma. Dann setzen wir unsere E-Mail mit dem kleinen Buchstaben fort. Ganz gut gemacht. So, dann gehen wir weiter. Findet jetzt bitte Übung 9e auf der Seite 227. Die 9. Klasse aus Deutschland kommt nach Belarus. In ihrer E-Mail haben die Jugendlichen gefragt, wie das Wetter in Belarus ist und welche Sachen sie mitnehmen sollten. Schreib bitte eine E-Mail an sie. Stopp bitte jetzt das Video und erfüllt diese Aufgabe. Seid ihr schon fertig? Ganz gut, so dann gehen wir weiter. Und letztendlich schlage ich euch vor, euch selbst zu überprüfen. Überprüft jetzt bitte eure E-Mails nach den Beurteilungsmerkmalen. Links in der Tabelle stehen die Beurteilungsmerkmale. Könnt ihr über etwas erzählen? Welche Hilfsmittel habt ihr benutzt? Könnt ihr eure Meinungen äußern? Welche Hilfsmittel habt ihr benutzt? Habt ihr neue Ideen vorgeschlagen? Könnt ihr verschiedene Wörter und Redemittel benutzen? Haben eure E-Mails eine logische Struktur? Rechts könnt ihr wie gewöhnlich eure kleinen Notizen machen. Haltet bitte das Video an und überprüft eure E-Mails. Schon gemacht? Ganz gut. So, dann, wie sind eure Ergebnisse?
Ich bin sicher, alles ist sehr erfolgreich. Also dann, das war's für heute. Vielen Dank für eure Arbeit in der Stunde. An diesem Thema werden wir auch in der nächsten Stunde arbeiten. Tschüss und bis zum nächsten Mal.